Also wir machen jetzt das Videotagebuch für Tag 3 und 4. Gestern konnten wir leider keins machen, da das Qualifying war. Wir haben, sage ich mal, wir waren Platz 4. Für mich war es okay, schnellster VW. Aber wir hatten einfach keine Chance mit dem Honda, Subaru und Alfa mitzufahren. Wir haben im mittleren Sektor, wo es zwei Geraden sind und eine Kurve, haben wir über 1,8 Sekunden verloren, auf dem Honda sogar zwei. Und da hatten wir einfach keine Chance, war sehr frustrierend. Und dann zu guter Letzt habe ich noch eine Strafe wegen Track Limits gekriegt. Ganz klar mein Fehler, war eine dumme Aktion von mir. War nicht in meiner schnellsten Runde, wo ich Track Limit verlassen habe, sondern in einer langsameren. Und sie haben sich dann dazu entschlossen, mir alle Zeiten zu streichen, mich vom letzten Platz starten zu lassen. Im ersten Rennen dann vom letzten Platz gestartet, bin gut durchgekommen, habe meinen direkten Konkurrenten hinter mir lassen, den Brandon. War dann lang vor ihm, habe dann zum Schluss ein ganz weiches Pedal gekriegt, weil ich die Bremse überfahren habe, weil ich einfach so am Limit war und versucht habe, jede Kurve irgendwie in den Speed von einem Honda oder von einem Alpha mitzugehen, aber da einfach gar keine Chance gehabt. Und bin dann noch zu guter Letzt mit meinem Teamkollegen zusammengekommen, Crash, haben dann beides Auto zerstört. War sehr frustrierend. Die Jungs haben die ganze Nacht bis in die Früh gearbeitet, Stunde kurz ins Hotel duschen, herrichten, wieder herkommen. Ich muss mich einfach bedanken beim Team, die haben einen super Job gemacht, haben das Auto wieder ready gekriegt, haben alles gegeben. Jetzt dann, zweites Rennen, hat es endlich geklappt. Wir sind von Platz 4 gestartet und bin dann gleich nach der ersten Kurve durch einen super Start auf Platz 1 gekommen. Hab dann hinter mir nach drei Kurven Honda gehabt und auch gar keine Chance gehabt, war auch nicht mein Ziel, irgendwie einen Honda oder einen Alpha zu halten. Hab dann beide gleich, vorbeilassen, auf der Gerade sind sie vorbeigefahren und war mir eigentlich in der Situation egal, weil ich habe gesehen, ich habe die Chance aufs Podium zu fahren. Ich habe meinen Teamkollegen hinter mir gelassen. War super, dass es jetzt zum Schluss dann doch noch geklappt hat, dass ich aufs Podium komme. Und ja, ich kann dem, für mich ist es ein kleiner Sieg. Fühlt sich an wie in Dubai. Weil die ersten zwei waren vorne ab mir, das ganze Team hat einen super Job gemacht. Deswegen will ich den dritten Platz auch dem Team widmen. Jedem einzelnen Mechaniker, es haben alle zusammengeholfen. Von allen drei Autos waren über Nacht alle an meinem Auto. Keiner ist früher heimgegangen, alle waren da, haben gearbeitet und kann nur ein riesen Dankeschön an alle aussprechen, an jeden Einzelnen. Hat jeder einen super Job gemacht, jeder 110% gegeben. Die Jungs sind jetzt komplett platt, wir bauen jetzt ab und dann lassen wir den Abend noch ausklingen. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht morgen, haben wir ein bisschen mehr Zeit, dass wir vielleicht ein paar Bilder einfangen, die wir euch dann zeigen können. Videoblog. Das ist der Robert, Mechaniker, fix angestellt, ohne den geht gar nichts. Hallo. Und jetzt gehen wir zum Essen. Dann stellen wir natürlich euch einen Kurt vor, der hat da auch richtig Bock drauf. Das ist der Teammanager oder Sport- und Marketingdirektor. Ist für alles zuständig, was wir hier machen. Thank you.
You want to come in my video vlog? Come on, please. Thank you. Okay. Okay. Also, das Rennwochenende in Abu Dhabi ist vorbei. Ich bin sehr zufrieden, habe viel gelernt. Ein Podium im zweiten Rennen war sehr gut. Ja, jetzt schauen wir weiter. Bahrain kommt in Mats. Da geht es dann um die Meisterschaft zwischen mir und Brandon. Ich kann nur Danke zum ganzen Team sagen. Bin froh, dass ich hier war. Hat mega viel Spaß gemacht. Wir packen jetzt unsere Sachen. Morgen in der Früh geht's los und dann sind wir wieder in Deutschland. Ciao und vielen Dank.